Oh, guck mal, die überholt uns was. Jo, nein! Moin Leute, erstmal eine Info am Rande. Wir machen heute am 31. Oktober einen 24-Stunden-Livestream. Und zwar fängt er ab 20 Uhr an und geht dann bis Samstag, dem 1. November, auch natürlich gegen 20 Uhr. Ist ja logisch. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Es wird gespielt DayZ, es wird gespielt CSGO, es wird gespielt Heroes of the Storm, League of Legends und. Ganz viele Community Games. Schaut vorbei, seid mit dabei und jetzt geht's los mit DayZ. Viel Spaß! Ah, guck mal, wir haben da... Jo, das ist echt cool gemacht. Das ist eine schöne Straßenstadt. Hast du gesehen, was die gemacht haben, die Schweine? Die nee, haben in diese Seitenbüsche, an der Seite waren diese gelben Büsche, und die haben da drin haben die Tanktraps gebaut. Das heißt, wenn du dagegen fährst, explodierst du. Das war echt schlau von denen. Boah, das Tiki-Haus wieder. Indianerhaus. Ja. Zwischen noch mehr weggeflossen. Prey. Oh, guck mal, das links von uns ist wieder eine übelste Camperbase. Oh ja. Und rechts von uns hat man ja auch schon Bekanntschaft gemacht. Warte, hinter uns ist doch was los. Ja, wir standen da jetzt, deswegen sind da Zombies. Ja, aber da raucht irgendwas. Oh. Irgendwas muss da sein. Wo kommt der Rauch her? Aber ich sehe da echt keine Zombies. Aber vielleicht läuft das Server einfach so beschissen. Sind da echt Zombies? Ja. Jo, da wird doch geschossen. Ne, da ist was. Das war die Explosion. Kann sein, dass sie uns noch gar nicht gehört haben, weil der SUV echt leise ist. Soll ich mal dran vorbeifahren? Nee, lass von Weitem erstmal beobachten. Kannst du mir eventuell ein Blatt weggeben, wenn die uns jetzt nicht instant beschießen? Wo könnten die sein? Wir haben da ein Krankenhaus. Ich sehe den, oder? Nee, ich sehe den nicht. Was sehe ich denn da? Da steht doch jemand links. Wo? Im Krankenhaus. Stimmt. Da, mit dem Gilly. Soll ich ihn beschießen? Ja. Gib ihm. Yes. Er ist getroffen. Er verbindet sich, obwohl ich den abschieße. Er ist tot umgefallen. Weg, Devo. Oh, da kommt ein Zombie. Ich hab den nicht geschafft zu treffen. Kannst du ihn gleich heilen? Ich glaube, da ist noch jemand. Die Zombies sind nicht verschwunden. Danke fürs Bloodback auf jeden Fall. Ach, der hat einen Fighter ausgepackt nebenbei. Jetzt könnten wir aber... schießt du? Ja, Zombie hinter uns. Jetzt könnten wir aber eigentlich mit dem Auto einmal ein Bait machen. Ja, ich mach das mal. Da sind noch so viele Zombies, die sind nicht verschwunden, das wundert mich. Einfach nur einmal im Kreis fahren. Die Leiche liegt da immer noch. Die Zombies sind aber weiter oben in der Stadt. Da, wo wir herkommen. Das könnten unsere zum Teil auch sein. Das ist halt der Vorteil an einem SUV. Der ist mega, mega leise. Ich habe gerade gar nicht gemerkt, dass du wieder an mir vorbeigefahren bist. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand mit einem Fighter. Auf der anderen Seite von mir aus gesehen. Auch von dir aus gesehen auf der anderen Seite. Also links von dir. Hinter der Mauer war der, ganz auf der anderen Seite. Der fährt durch, der fährt durch, der fährt nach oben. Durch Selenogorsk. Links von dir jetzt irgendwo. Jo, da ist er. Jo. Du müsstest den gleich irgendwie sehen. Hat keine Waffe, ist unbewaffnet. Okay, ja, dann lass mal den leben. Dann lass uns einfach nur den einlooten, weil der hat einen Ghillie an. Vielleicht hat er eine Waffe.
Ich wechsle eh mal die Position. Wer hat jetzt eine Axt in der Hand, der Typ? Ja, das hier. Was schon. Der eine hat dann. Baracken. Okay, ja, dann töte den doch lieber. Wir liegen auf Waffen. Nebenbei, der Typ hat die. Oh, wo bist du? Wo bist du? Bei dem Baracken. Hinter dem Baracken. Ich sehe die Baracken nicht. Ist das da irgendwie in der Nähe von der Schule? Du hast geschossen? Ja, ich hab ihn getötet. Okay. Ja, vor der Schule ist das. Es kommen so viele Zombies zu dir. Ja, ich bin wieder im Auto. Jo. Ich weiß nicht, ob das sein Auto ist, gewesen. Ja, ist oder war, ne? Ob es ja, dein ist, Auto. Da liegt auch genau. Material. Weil, ja, genau, weil es mir ist gerade nicht eingefallen. Du kannst ja kaputte Autos kaputt oder Autos, die abgeschlossen sind, kaputt schießen. Ich weiß nicht, ob die explodieren, weil dann droppen ja die ganzen Sachen mit raus. Tschüss auf mich. Bin tot. Okay, ich sehe woher. Schule. Wo bist du gestorben genau? Direkt an dem kaputten Auto. Okay. Ich sehe, wer dich getötet hat. Kacke, da war ein Gebäude zwischen. Ich habe den gerade erst gesehen, als er geschossen hat. Versuche dich zu rächen. Alles war, klar. War uns dein Auto neben? Ja. Liegt daneben so ein Auto. Okay, wenn der einsteigt, sollte ich den haben. Was sind das? 100, 200 Meter? 150 schätze ich. 200 vielleicht sogar. Vielleicht doch nur 100. Schaffst du wieder hier hinzukommen? Versuch es ja. Kacke, ich habe ein kleines Problem. Es ist ein Zombie neben mir gespawnt. Wenn er mich sieht, dann kann ich ihn gleich nicht mehr abschießen. Ich liege hier echt neben. Oh, da ist er. Jetzt wird er dich gleich looten. Sehe ich leider nicht. Er muss sich halt beeilen. 9 Minuten Restart. Hey, der ist auf einmal despawned. Ach, der sitzt jetzt da drin. Ich hab den gekillt. Sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob der das war, ehrlich gesagt. Weil der hatte dich mit einer mega dicken Waffe getötet gehabt und der sah aus wie ein Bambi, den ich jetzt getötet habe. Neun Minuten ist Reset, also ich habe noch ein bisschen Zeit, ja? Ja. Schaffst du das in 9 Minuten, Jan? Nee. Ich bin gerade Drakon gespawnt. Ich bin nicht gerade um. Okay, ich hab noch 3 Schuss. Schuss. Hm.
Ich könnte es riskieren und gucken, ob das der war. Schieß mir die Zombies platt. Ich würde es riskieren. Ich werde erstmal zu dem anderen laufen, den wir als allererstes getötet haben. Ich werde mir seine Waffe stehlen. Ich habe mich nämlich nur noch einen Schuss. Oh Gott. Der Satz kann ich eventuell in die Tasche packen, jawohl. Das funktioniert alles. So, einfach alles looten hier in Zeit. Wenn jemand hier ist, dann bin ich halt tot. Da kann ich nichts gegen machen. Wenn hier aber keiner ist, dann können wir Glück haben. Manchmal haben wir auch. Wie viel Zeit habe ich noch? Wie viel Zeit habe ich noch? 4 Minuten. Auf jeden Fall meine Schlüssel halt für den SUV. Jojo, ich laufe nochmal hier einfach oben durch. Ich sehe aber keinen in der Schule. Nicht von da aus, wo der dich eben getötet hat, deswegen versuche ich einfach das zu looten, was ich looten kann. Ich nehme deine M60 sogar noch mit. Das Gold nehme ich mit, Jungle Camo nehme ich mit. Der GO-Granate, hat der sogar eine Granate gehabt. Schlüssel haben wir auch gesaved. Yellow Key haben wir auch gesaved. Open Backpack. Gefährlich, was ich hier mache. Noch ein Soldier Uniform für dich. Box auf den... Ach fuck, jetzt habe ich den Key sogar da gelassen. Wie lange habe ich noch? 2 Minuten. Okay, alles im Lot. Ne, das war glaube ich nicht der, der hat keine Waffe. Oder hat er dich mit einer Pistole getötet? Kann auch sein. Aber das hat sich ein bisschen zu laut für eine Pistole angehört, ehrlich gesagt. So, ich fahre jetzt da vorne hin. Und dann kann ich mich ausloggen. Bevor der Server restart kommt, hoffentlich. Ist auch da. Engine off. Get out. Okay, dann komm wieder da, wo wir das erste Mal den geparkt haben, weißt du, oben an der Scheune. Da logge ich mich aus, damit die Items gespeichert werden. Weil wenn ich mich nicht schnell genug auslogge und der Server runterfährt, dann haben wir nicht mehr die Keys, der SUV ist gelockt und ich habe auch nicht den Loot von den ganzen Leuten. Ja. Deswegen ganz schnell abort, abort, abort. Jawohl, alles gespeichert. Nebenbei, wir spielen auf dem ATD Among the Dead Server zu zweit, falls jemand Bock hat mitzuzocken. Oh, hallo. Jo Leute, wir sind hier links oben auf der Map angekommen. Das ist ganz im Nordwesten. Wir wollten mal gucken, was der Game Trader ist. Und da sehen wir einer. Ich liebe, wenn ich dieses Gebäude sehe, ne? Boah, das ist doch diese Villa von Battle Royale. Ja. Ich liebe Battle Royale. Ich will den Modus wieder haben. Wir wollten einfach mal schauen, was man hier machen kann. Trade 1 Ruby for 2 Briefcases. Okay, ein Obsidian for. Okay, kostet also sehr viel. Wir könnten uns ein Emerald kaufen. Ne, könnten wir uns auch nicht. Trader Menü. Was kommen denn da von Ruby Items? Sind das die bewaffneten Fahrzeuge? Ein BTR kann man hier kaufen. Sind das bewaffnete Fahrzeuge? Ja, Jakal kannst du hier kaufen. Und Raketenwerfer. M107 kannst du hier kaufen. Raketenwerfer, 2 Ruby. Eine Munition für einen Raketenwerfer kostet 1 Rubin, also 2 Briefcases. Ja, okay, auf dem Server bekommen, aber auch ziemlich schnell muss Briefcasen, muss man dazu sagen. Ist also, denke ich, ganz okay. USSR JTAG. Oh mein Gott, die Sniper sieht heftig aus. Sogar als SD-Version. Das kann man so bei Obsidian-Sachen kaufen. Funktioniert bei mir nicht. Moment. Nochmal. Obsidian. Ist alles das gleiche.
Alles die gleichen Items. Ach so, okay. Ach, die Waffen, die Munition und Waffen unten kosten zum Beispiel Amethysten. Ach, die Raketenwerfer auch. Okay, dann ist es gar nicht so teuer wie gedacht. Ja, auf jeden Fall finde ich das cool, dass es hier Raketenwerfer gibt. Ja. Kann man wenigstens diese bösen Autos. Kann man wenigstens diese bösen Autos aufhalten. Oh nein, die haben hier alles zugebaut. Closed door. Nein, man kann hier nicht hoch. Ach bitte, die haben mein... Die haben... Oh nein. Das war doch mein Lieblingsgebäude. Oh. Ich weiß, Battle Royale. Ich bin immer als allererstes zu diesen Villen gegangen, weil da High Militär Loot gedroppt oder gespawnt ist. Ja, das war mein... Boah, Battle Royale hätte ich auch mal wieder mega Bock. Wurde ja, glaube ich, die Serverbahn irgendwie runtergefahren. Schade eigentlich. Jetzt können wir mal gucken, wo wir hinfahren können. Es ist noch keine Mission aktiv. Spielen viele Leute. Es spielen mittelmäßig Leute. Ich schätze so 20. Dann können wir mal am Airfield vorbeischauen. Wir haben überlegt, ob wir uns hier eine Base bauen. Aber im Grunde braucht man hier keine Base, weil Gear bekommst du so schnell zusammen. Deswegen brauchst du auch nichts safen. Und ganz ehrlich, wir werden uns ein Safe bauen. Fertig. Mehr braucht man hier nicht. Also hier ist wirklich... Hier gibt es einfach genug Basen. Und jeder baut sich hier so eine Base einfach verfickt nochmal nach oben. Mega nervig. Hallo Supermarkt, hallo Kirche. Wenn ich mir eine Base bauen würde, würde ich mir hier in den Supermarkt und die Kirche einbauen. So rundherum Zaun ziehen, so. Meine Kirche, mein Supermarkt. aber nur so ein Maschendrahtzaun. Ja. Maschendraht, ja, in the morning. Maschendrahtzaun in the evening. Wir können uns ja ein Flugzeug nehmen, zur Mission fliegen, ejecten und dann. Party. Hier stehen auch immer welche in den Hangars. Dein steht immer richtig, war doch eben wie Nein, haben wir genug Gold für ein eventuell zweites Auto? Ist eigentlich egal, wir holen uns einfach ein neues Auto. Okay. Dann pass auf, dann schließen wir das sogar ab. So, machen wir doch eine kleine Planänderung. Wir fliegen doch zum... Oder wir... Ja. Wollte ich schon eigentlich gar nicht sagen, aber wir fliegen zur Mission. Wir werden da ejecten und... kaufen uns einfach ein neues Auto. Nachdem wir die Mission gemacht haben. Bist du drin? Ja. Ihr Let's go! Ja, Best Pilot EU West ist am Start. Ja. Ich hol ihm das Auto. Ja, bleib drin, ich mach schon, weil ich hab ja Schlüssel. Ich wollte eigentlich so schon mal nach links rausfliegen, aber ich hab vergessen. Von hinten sind die Flügel gar nicht so. Jo. Jo, er gibt einfach Vollgas. Du musst vorne ein bisschen gegen die Schnauze fahren. Alter. Okay. Eventuell passt das sogar. Moment. Ich teste. Ich glaube, wenn du da nach rechts gehst, dann passt das. Ja, das passt. Du kannst einstellen. Nee. Noch ein bisschen. Alter, wie du mit Vollspeed immer da. Yo. Da hat sich die Farbe verändert. Egal, schick ein, schick ein. Das passt schon. Ich fahr mit dem Auto erst an gegen die Wand zu. Ich komm jetzt, warte. Die Farbe vom Flugzeug hat sich anscheinend verändert. Seit dem Oh, ich hab glaube ich Schüsse gehört. Oder das war ein Zombie. Ich bin drin. Okay. Ab geht's! Nächster Halt, Mission im Nirgendwo. Okay, und? Wo war der Stein? Der war hier irgendwo. Da war der. Warte. Jetzt kannst du ihn checken. Ich hab den Flieger mega hochgezogen und jetzt überlege ich, das war eine scheiß Idee, weil er mega auf uns fallen wird. Oh, guck mal, der überholt uns fast. Jo, nein! Oh mein Gott, zum Glück. Alter!
Oh, die Bots schießen schon. Ja. Okay, eigentlich habe ich gehofft, er fliegt ein bisschen weiter Richtung Safe Zone. Langsam habe ich das aber mega drauf. Kamikaze. Okay, wir können von hier aus gar nicht die angreifen. Ja, Müssen ich meine ja auch wissen. hier links die Steine. Ach, stimmt, da oben ist noch. Können wir aber von da aus, glaube ich, trotzdem nicht. Ich habe aber einen Sniper. Ich weiß nicht, was, glaube ich, eine M60. Scheiße, ich bin Ich tot. werde mich einfach hinlegen und die nacheinander abknallen. Was wollen die schon machen? Ah, von hier, Mucka, von hier. Da hinten ist ein Stein. Ich werde mal zu dem anderen Stein laufen, weißt du? Der direkt neben der Base ist. Moment, vorher lege ich mich hin. Oder willst du zu dem Stein laufen? Von uns aus gesehen ist es. Hier drüben, Mucka, hier drüben, Mucka. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Von da aus kann man das sehen. Oh ja, oh. Okay. Aber wir müssen im Stream, im 24-Stunden-Stream, der vielleicht sogar heute wird. Ich glaube, der wird heute. Die Aufnahme. Yo, 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 yo. Er schießt auf dich, er schießt auf dich, er schießt auf dich. Da kommt noch nah ein. Ich muss schießen, ich muss schießen. Die kommt genau auf uns zu. Oh mein Gott, was macht die? Der will landen. Hier ist doch voll Okay. reingecrasht. Hey, der hätte wenigstens den einen Schützen mitnehmen können. Ich schieße, einer tot. Yo, yo, ich wurde getroffen, ich wurde getroffen. Ich muss zu dir. Okay, pass, ich bin hier. Das. Da könnte einer leben. Normalerweise sterben die nicht. Die Piloten, die sterben normalerweise nicht. Kannst du mir hier ein Bloodpack geben, eben? Ah, ich bin tot. Alter Schwede. Komplett tot? Ja. Okay. Holy shit. Die Deckung war doch nicht so gut. Meinst du nicht? Aber du bist ja gestanden. Ich überlege, lebt da noch einer am Flieger? Der hat noch versucht, den hochzuziehen. Trotzdem, wer war das? Aber nicht, also selbst wenn er versucht, da wegzulaufen, die Bots töten den. Naja, uns haben die auch nicht getötet. Ich hab dir auf jeden Fall dein Jungle Camo mitgenommen. Jo, Green Key habe ich auch nochmal, falls wir es zum Airfield nochmal schaffen sollten. Ein Bot nur noch und ich muss nachladen. Okay, sind alle tot. Zwei Schuss habe ich noch. Sieht echt gut für mich aus. Nice. Dann loote mir eine schöne Waffe. Wo kommt der hier die ganze so? Komm zu mir! MSR Night Vision Desert ist hier. XM10 Desert, da schießt noch jemand. Jemand hat da geschossen. Was ist eine XM10? Ich nehme mal die Keine XM10 Ahnung. Desert. Sieht aber cool an. Drei Ghillie-Suit, das ist doch mal was für uns. Ich habe einfach alle Waffen mitgenommen, die drin waren. Zumindest die Munition. Pilot, bitte sag. Jo, der Heli fliegt sogar. Wenn mich jetzt nicht einer beim Starten abschießt, dann bin ich gleich da. Bin Polana, nicht weit weg von dir. Ist nördlich von Okay. dir, bei Gorka. Okay. Dann können wir uns unseren SUV wiederholen. Ach, da lebt noch ein Bot. Genau neben mir.
zwei Bots sogar noch. Ja, Mission halbwegs erfolgreich. Perry ist mal wieder gestorben. Perry hat sich wieder für die Allgemeinheit geopfert. Immer wieder gern. Hast aber auch einen Hit kassiert wahrscheinlich. Ja, ein Hit. Aber ich habe noch ein paar mit in den Tod genommen, ein paar Bots. Stolz auf mich. Werden wir machen. Steig ein. Ich komme, Muka, mein Retter! Yay! Ich packe eben die Sachen da rein. Ja. Ja, okay, das mit der Waffe. Musst du die Waffe nehmen? Pending. Wenn du auch Munition für hast, ja, hast du. Aber sind noch nicht viele Schuss. Hier, das bekommst du auch noch. Kannst auch deinen Jungle-Kamo wieder haben. So, und dann geht's wieder los. Zum Nord-Ost-Airfield, ne? Oder Nordwest? Nordwest. Ich hab deinen. Ach, ich hab deinen Schlüssel gar nicht gelootet jetzt. Oder hab ich noch gelootet? Ich guck mal. Doch, ich hab den gelootet, ist auch im Auto. Alles klar. Dann Nordwest. Dann lasse ich dich einfach im Auto raus. Ja, und ich komme dann zum Trader gefahren. Genau. Okay, Perry, du kannst aussteigen. Woo, Eject! Ich hoffe nur, du landest nicht da drauf. Auf so einem Ding. Auf nee, so einem Hangar. Okay, der Perry holt unser Auto. Drauf. Und wir fahren zum Airfield-Händler. Oder wir fliegen zum Airfield-Händler. Oh, Kacke. Wieso? Laterne? Wär doch. Wär doch fast drauf. Dann gucken wir doch mal, wie viel Gewinn wir gleich gemacht haben. Falls wir den hier überhaupt verkaufen können, weil der ist ja bewaffnet. Jim, der ist ja bewaffnet. Hier ist nebenbei einer. Hallo Benny. Dann müssen wir uns beim Bandit Trader treffen. Bandit, oh Gott, der ist richtig weit weg. Wo ist der? Ganz im Westen. Bye, Benny. Es ist doch gar nicht weit. Okay. Tschüss. 6,6 ist ein Deutscher. Kilometer. Ah. Das war schon ein Zuschauer. Oh. Der wusste sofort. Sofort, dass wir Deutsche sind. Wir hätten uns umbenennen sollen. Ich hab den SUV kaputt gemacht. Okay, ich komm nicht holen. Wie hast du das geschafft? Ich bin nicht gegen Zong, ich bin hinter den Hangars, den Industry Hangars. Hinter den Industry. Muss weiter rechts. Da kommt ein Auto zu dir. Oder wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Rechts von dir. Auf dem Feld. Vor mir? Schon hinter den Mauern. Hinter der Mauer schon. Okay. Da fährt ein Auto. Ja, das ist der Benny. Ja, ich sehe dich. Wieso bist du denn hier lang gefahren? Ich wollte straight zum Bandit Trailer. Da ist dein Auto. Ja, Perry. kauf mal beim Bandit Trailer ein neues Auto. Steig ein. War ja mal wieder eine kurze Fahrt. Das Perry. Du bist noch kein Bandit, ne? Das heißt, ich muss den Huey verkaufen. Wieso bin ich überhaupt davon ausgegangen, dass du da ankommst? Ja. Der Plan war es eigentlich, Perry rauszuschmeißen. Der Perry ist schon auf dem Airfield, ja, auf dem Airfield, wo ich den Helikopter verkaufen wollte. Zum Helikopter, zum Airplane-Händler oder zum. Ja, Airplane Trader zu fliegen, der einfach 20 Meter weiter steht. Oh, guck mal, das ist ein Osprey. Hey, warte mal, ist die vielleicht offen? Das könnte sein. Soll ich eben warte, ich spring eben raus. Ne, warte. Ja, der
der Mucker will gucken, weil er liebt ja, auch Brave. Ja, ich weiß ja, die sein Lieblingsglück. Weil wenn die offen ist. Das war ein bisschen steil. Zum Glück nochmal angehoben. Du kannst Motor. Mach mal Motor schon mal an, falls das nicht geht. Und falls doch, trotzdem. Ja, okay, leider können wir mit der. Ja, die ist offen. Ja. Aber wir verkaufen die. Ja, nein. Mit der muss es zum normalen RP-Trailer kommen. Nein. Ja, deswegen. Dann kannst du schon mal dahin fliegen. Jo. Heute haben wir mal ein Glück. Oh Gott, ich hasse die zu lenken. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt verkauft bekomme. Im Auto-Hover-Modus, die hat nämlich gar keinen wirklichen Auto-Hover-Modus. Der Auto-Hover-Modus ist nämlich nur, dass die, ja, dass die nicht nach vorne fliegt. Ich liebe dieses Flugzeug. Helikopterflugzeug. Osprey ist einfach das geilste auf der Bay. Ich will irgendwann mal, irgendwann will ich mit einer echten Osprey fliegen. Das muss mega geil sein. Boah, perfekt. Zur Hälfte ist doch perfekt, oder? Ja. Zur Hälfte ist perfekt. Das ist, glaube ich, mit das meiste, was es an Gold geben kann. Beim Verkaufen. Ein oder zwei Briefcases musst du dir geben. Helikopter. Airplanes. MV. Ah, hier ist die. Zwei Briefcases. Kostet 5. Weg ist sie. Yay. Ja, zwei Briefcases haben wir bekommen. Das heißt, ab zum Bandit-Händler. Seht ihr, deswegen. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, hier eine Base zu bauen. Braucht man nicht. Hello. Yeah, we want to trade this. Yeah. Oh, you're a businessman. Oh, okay. Yeah. Mhm. Der guckt ja böse. Guckst du so. Okay, der jetzt guckt er lieb. Your humanity is too high. Was? Ja, du kannst nicht mit dem handeln, ich aber. Ah, okay, ich verstehe. Ein Briefcase. Okay, dann kannst du bei mir aus der Tasche das nehmen. Ich hab da noch ein bisschen Gold. Ach, muss auf den Boden legen. Egal, warte mal die halbe Minute. Ich will mal hören, wie sich das anhört. Ja! Voll leise. Dafür, dass es so eine mächtige Waffe ist. Soll ich mal das Kaliber sagen? Was ist ein Kaliber, ne? Das hat ein .300 Winchester Kaliber. Ach, ist nebenbei eine SD-Waffe. Ah, die ist das. Ne, das ist keine SD-Waffe. Das ist übrigens eine One-Shot-Waffe, ne? Ja, XM2010.300 Win. So, Leute. Da haben wir 300 Briefcases zusammen. 300 Briefcases. Da haben wir 3 Briefcases zusammen. Ergaunert. Und das beweist mal wieder, dass man einfach man braucht keine Base. Man bekommt das Gold so schnell zusammen. Wir haben, glaub, mit die stärkste Waffe auf dem Server. Das ist eine XM. 2010, eine One-Shot-Sniper, hat zwar wenig Schuss, 5 Schuss, da sind, ja, 4-5 Kills. Kann man mit leben, oder? Ja. Deswegen, Leute, können wir uns hier gechillt auslongen und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt DayZ. Nächstes Mal vielleicht sogar einen anderen Mod, mal schauen. Und eine andere Map. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt eine Random DayZ-Folge und unten die aktuelle letzte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao.